es ist mega schön, können wir uns jetzt hier alle treffen in Tinero. Es ist für uns etwas Neues mit einem italienischen Trainer, sehr viel Erfahrung. Das Einzige, was bis jetzt so ein bisschen da ist, ist die Sprachbarriere. Aber es ist bis jetzt wirklich sehr spannend, wir können neue Sachen von ihm lernen und es macht Spass bis jetzt. Ja. Ja, genau. Also wir haben leider verloren, aber für uns war es eine mega gute Erfahrung, Spiel auf sehr hohem Niveau. Und wir haben aus dem Spiel wirklich sehr viel mitnehmen, viel lernen und das hat uns auch einen gewissen Schritt vorwärts gebracht. Das einzige Schade ist, dass jetzt ein paar von dort aufgehört haben und es darum jetzt ein bisschen einen Umschwung gegeben hat in der Mannschaft. Aber im Grundsatz haben wir, finde ich, sehr viel können von dort lernen, sehr viel von hoher Spielerfahrung können mitnehmen und von dem können wir auch jetzt sicher profitieren und wir werden bei der nächsten Quali zurückschlagen. Also ich denke, also das ist jetzt nicht schlecht da und ich denke, wenn alle Spieler ihren Einsatz leistet und ihr 100% geben, hat eigentlich jede Nationalmannschaft ihre Chance und eben wenn alle alles geben, dann denke ich, dass es wirklich gut kann werden. Ja, das Niveau ist schon sehr hoch, aber ich denke, dass wirklich, also diese Saison hat es wirklich ein paar gute Mannschaften, also Horgen, Krüsslingen, Carouge, die alle sind gut und ich denke, das könnte wirklich spannende Schweizer Meisterschaft werden. Sì, esatto. Da quest'anno sono sia salito in Elite che continuando con l'Under-19 in Nazionale. Beh, quanto questa esperienza con la Nazionale ti sta aiutando anche per il tuo percorso nei Lugano Sharks? Boh, mi sta aiutando per fare esperienza, comunque vedere anche altri giocatori e altri modi di giocare. Beh, comunque un livello buono, ma soprattutto un ritmo, come abbiamo visto in allenamento, decisamente sostenuto. Eh sì, poi anche la frequenza degli allenamenti, comunque tutti i weekend siamo impegnati e quindi è da tanto che ci alleniamo tutto il tempo. Déjà, je suis très honoré. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir intégrer ce niveau d'excellence. À savoir qu'avec Riviera, on était encore il y a deux ans donc en ligue régionale. Et bon voilà, ça me fait plaisir de pouvoir atteindre ce niveau-là. Maintenant, je dois faire ma place. C'est vrai que c'était un training assez intensif, surtout pour moi, avec la série de shoots. Ça fait du bien, ça met en réveil, surtout le matin. Et bon voilà, on attend les prochains avec impatience. Oui, ça.